Hey Leute, willkommen zurück zu Heavy Rain. Madison hat notgedrungen gestanden, dass sie eine Reporterin ist. Aber wir haben ihr verziehen. Und somit beginnt vielleicht eine Romanze. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall hat Madison Hunger und wir suchen erstmal ein bisschen was zu futtern. Finden wir wahrscheinlich unten am Automat. Mal sehen. Achso, warte, da geht ja die Treppe weiter. Aber ich will nicht unbedingt über den Hof, da ist alles klitschnass und ja. Naja gut, sie sieht schon wieder ein bisschen feucht aus, von daher. No pun intended. No pun intended. Alles klar, oh, seht mal. Da haben wir doch einen Snackautomat. Also sie hat so eine Figur und ist dann so ein komisches Zeug. Ich weiß ja auch nicht. Oh. Oh, Blake, dieser Mistkerl. Cops. Die suchen Ethan. Wird mal ein Überraschungsangriff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat sie kein Handy, sag mal? Komm, schnell ans Telefon. Komm schon, wie war die Nummer? 207. Komm schon, na los! Nimm schon ab! Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Oh, Kacke. Jawohl, weiter, komm, Ethan. Wir haben ihn immer noch nicht. Schnappt ihn! Er flieht! Er ist auf dem Balkon! Oh, komm schon! Oh Mann, Ethan, du vollbringst dir Übermenschliches, ich weiß das. Oh, ne. Schnell, schnell, schnell. Oh, die dürfen das nicht schon wieder schnappen. Komm, zieh dich drauf. Oh. Halt, stopp! Oh, Kacke. Sehr gut. Die kommen mit ihrer Schutzkleidung da nicht durch. Wow! Boah, die sind aber ganz schön schnell hinterher. Komm schon! Diesmal kriegen sie uns nicht. Nochmal können wir nicht auf Jadens Ghost hoffen. Oh, zieh dich rauf, Mensch! Komm! Oh. Das war's. Runter auf die Knie. Und die Hände hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Verdammte Scheiße! Oh. Komm schon, nicht aufgeben. Unser Sohn glaubt an uns. Wow, Ethan hat's geschafft. Ich pack's gar nicht. Wir haben's geschafft. Ah, bin ich erleichtert. Und Scott ist wieder dran. Oh, wie gut, dass Ethan entkommen ist, oder? Dieses Mal, oh, nochmal Blake, ne? Dem hätte ich am liebsten noch selber eine verpasst, aber war ja keine Wahl. Oh, oh, aber Madison bekommt jetzt bestimmt Ärger. Die werden doch mitgekriegt haben, dass sie telefoniert hat, beziehungsweise der blöde Rezeptionist wird's ihr sagen.
ihnen. Loverboy. Ja. Und Meister der Flucht. Sehr schön. Ich glaube, das habe ich letztes Mal verhauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil die letzte Prüfung kommt mir gar nicht in den Sinn. So, Scott. Home sweet home, ne? Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Ich hab doch gesagt, wahrscheinlich war es einer seiner Gorillas mit Paco. Im Club. Im Blue Lagoon. Lauren! Oh, Kacke. Lauren ist auch noch mit dabei. Das ist mies. Shit. Diese Scheißkerle, sag mal, die haben einfach beide versenkt. Lauren, aufwachen! Oh, komm schon. Komm, Scott, so fest ist der Knoten nicht. Mach dich los. Oh Gott, der Wasserdruck. Was? Verdammter Idiot. Das funktioniert nur, wenn ich die Zündung einschalte. Na komm schon. Scheiße. Sehr gut. Komm, jetzt Lauren. Erstmal Lauren befreien. Komm. Was machst du denn da? Nein, das machen wir nicht. Oh shit. Wir befreien erstmal Lauren. Komm schon. Ja, sie ist frei. Sehr gut. So, jetzt komm, Scott. Jetzt raus mit ihr. Oh, sehr gut. Er zieht sie mit hoch. Ich dachte schon, er lässt sie jetzt unten. Boah. Zu Hause. Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Boah, ich hab wieder Luft holen können. Das ist mies, einfach mal den armen Kerl versenkt mit Lauren. Die kann doch gar nichts dafür, die wollte einfach nur Rache. Aber ist das wirklich, der Sohn? Ist vielleicht der alte Mann der Bruder von John S. Shepard? Naja, man wird sehen, es geht weiter mit Scott. Vielleicht können wir jetzt endlich etwas Klarheit in den Fall bringen. War das vielleicht jetzt eine Szene, in der er hätte sterben können? Also, im Prinzip, sei jetzt mal verraten, kann jeder Hauptcharakter sterben. Das habt ihr schon wahrscheinlich in den Kommentaren gelesen. Zum Beispiel... Oh, Schwimmlehrer. Ich weiß gar nicht...
wann die Leute sterben können. Aber es ist definitiv möglich, dass jeder Hauptcharakter abnippelt. Oh Scott, ich hoffe, du hast dir gut überlegt, was du jetzt vorhast. Eieieiei, das wird brutal. Escort-Service für Gordy Kramer, ihr Arschbacken. Oh, Kacke, Mann, das... Ja, da ist schon die Knarre. Jetzt wird's brutal, jetzt wird's richtig ernst. Das ist wahrscheinlich eine der Szenen, von der ich schon, ja, gesprochen habe. Bam. Boah, wie er sie einfach alle kaltblütig erschießt. Scheiße. Scott, du bist echt ein Killer, weißt du das? Kaltblütig. Aber er hat auch vielleicht auch allen Grund dazu. Komm mir gerade ein bisschen vor wie bei Max Payne hier. Nur ein in die Jahre gekommener Max Payne. Alter, Alter. Alle niedergemetzelt. Nicht weiter! Ich schieße! Blöder Wichser! Bitte! Halt die Fresse! Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer! Nein! Er ist unschuldig! Er ist kein Killer! Kein Killer! Oh, der macht ihn aber rund, du. Sie scheiß Lügner! Raus mit der Wahrheit! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Letzte Chance. Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Oh, komm schon, Scott. Kannst du nicht machen. Stopp! Bitte! Ich packe aus. Ich sage alles. Okay. Nee, das reicht jetzt wirklich. Gordy. Gordy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein... Er zählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Kann ich eine Ratte verpassen? Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Natürlich helfen wir ihm. Komm, der hat uns alles gesagt und er versucht einfach nur ein guter Vater zu sein.
können wir ihm nicht antun. Wir haben ihn schon zusammengeschlagen, seine ganzen Wachen getötet, seinen Sohn in den Knast gebracht, quasi. Danke für die Rettung. Ich bereue es schon. Ich meine, er zeigt ja Reue für das, was mit John passiert ist. Und welcher Vater würde seinen Sohn nicht beschützen, egal was für ein krankes Schwein er ist, ganz ehrlich. Man kann es nicht tolerieren, aber man kann es zumindest nachvollziehen, was er getan hat. Und hoffentlich kommt Gordy in den Knast. Aber er ist nicht der Origami-Killer. Auch wenn es was sehr, sehr Schlimmes war, das er getan hat. Unbesiegbarer Scott! Yes! Scott hat sie alle lang gemacht. Und gutherzig, seht ihr mal. Ich hätte ihn auch sterben lassen können, natürlich. Mr. Kramer. Und Scott wahrscheinlich. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Yep, natürlich ist sie auch schon auf der Spur. Gehören Sie zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Ich hoffe mal, du hast dich nicht richtig eingetragen, Madison. Ich hätte irgendwas, auch irgendwas mit Shepard genommen, aber bestimmt nicht Madison Page. Madison? Ich hoffe, du bist so vorausschauend. Ne, 7 war's. Hallo, Schwester. Nehmen wir ein paar Blümchen mit? Das sind doch... Okay. 13, 4. Ist sie das vielleicht, die Frau, die da sitzt? 17, 18. Hä? Das kann doch nicht hinkommen. Wie sind denn die Zimmer hier aufgeteilt, sag mal? Hallo. Gute Frau. Käffchen? Geht nicht. Also Madison ist natürlich auch nicht schlecht, was das Ermitteln angeht. Immerhin ist sie auch auf die Fährte gekommen. Dass hier Johns Mutter eingeliefert ist. Also ich hab die Zimmernummer vergessen. War das 19? Okay. Ich hab's irgendwie ganz verschludert. Ich hab mir den Gedanken woanders. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder.
Erinnern Sie sich, Mrs. Shepherd. Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepherd. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Mrs. Shepherd, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Ich glaube nicht, dass sie irgendwas weiß. Oder dass sie uns helfen kann. Ich meine, sie hat Alzheimer. Sie hat wahrscheinlich schon alles wieder vergessen. Seht mal, Origami. Da liegt ein Buch mit Origami. Madison, guck doch mal hinter dich. Der Kranich. Das ist wahrscheinlich schon sehr oft gefaltet worden, das Papier. Vielleicht ruft das ja Erinnerungen wach bei ihr. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Ja, was denn dann? Nein, nein, nein. Nicht zumachen. Guck mal, Kätzchen. Man kann ein Kätzchen falten. Hummingbird. Ein Kolibri. Okay, Madison, du kannst das. So. Und das? Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Oh, ich gebe mir doch solche Mühe. Warte mal, was ist das eigentlich auf dem Titel? Der Hund? Komm, wir falten einfach mal alles. Händchen. Oh, Sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. Ach genau. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Und bevor es weitergeht, liebe Leute, wahrscheinlich wird jetzt schon was aufgelöst. Ich weiß es nicht, aber ich mache trotzdem sicherheitshalber mal Pause. Das ist so ein kleiner Cliffhanger für euch. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet zu Heavy Rain. Bis dann.